Unsere Welt ist voller Dinge. Manche erscheinen uns grau und hart. Andere hell und transparent. Oder flüssig, kalt oder warm. Dinge schillern in vielen Farben. Und viele Dinge sind sogar belebt. Seit Urzeiten beschäftigt den Menschen die Frage, was gibt all diesen Dingen ihre Beschaffenheit? Der griechische Philosoph Demokrit formulierte um 430 vor Christus die erste konkrete Hypothese über die Existenz von Atomen. Wir haben hier gerade ein Kohlenstoffatom zusammengebaut. Sein Kern besteht aus 6 Protonen und 6 Neutronen. Um die Struktur eines Atoms eindeutig beschreiben zu können, nutzt man 2 Kennzahlen. Links am Fuß des Elementbuchstabens, in diesem Fall C, notiert man die Anzahl der Protonen. Das ist die sogenannte Kernladungszahl, auch Ordnungszahl genannt. Das ist der Atomkern des natürlich radioaktiven Elements Radium. Der Kern enthält 226 Nukleonen, nämlich 88 Protonen und 138 Neutronen. Ein Radiumatom kann ein Alpha-Teilchen aus seinem Kern abstrahlen. Dabei entsteht ein Atom Radon mit 86 Protonen und 136 Neutronen. Das ist die sogenannte Uran-Actinium-Reihe. Es gibt noch 3 weitere natürliche Zerfallsreihen. Man sollte sie zumindest mal gehört haben. Die Uran-Radium-Reihe. Die Plutonium-Thorium-Reihe. Und die Plutonium-Neptunium-Reihe. So schön bunt ist der Zerfall. Und hier sehen wir die künstlich rabiate Methode. Ein langsames Neutron trifft auf einen U-235-Kern und lässt diesen in 2 Bruchstücke platzen, in einen Barium- und einen Kryptonkern. Dabei werden auch 3 schnelle Neutronen freigesetzt und eine sehr große Menge Energie. Diese Kernspaltung haben die beiden deutschen Chemiker Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann erstmalig am 17. Dezember 1938 im Labor durchgeführt. Wir haben uns festgestellt, dass die Russen wie sie sind.